Liebe Leute, hier ist wieder euer Tommy von Weigels Wilder Welt. Heute wird's mystisch, denn wir tauchen gemeinsam ein in das geheime Leben der Ziegenmelker. Viel Spaß! Willkommen in meiner wilden Welt. Das ist hufnartig. Das ist einfach nur großartig. Ich drehe an. Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Ich möchte euch kurz verraten, wo ich mich befinde. Und zwar befinde ich mich am schönen Steinhuder Meer. Das Steinhuder Meer ist der größte Binnensee von Nordwestdeutschland. Ja, wir befinden uns hier gerade quasi an der Ostseite. Ja, wir haben hier viele Wiesen zu sehen. Und hier gibt es auch schon so einiges, was man hier beobachten kann. Bis hierhin konnte ich schon viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten am Steinhuder Meer beobachten. Aber eins glaubt mir, ich hatte zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahmen noch keine Ahnung davon, was mich an diesem Abend erwarten wird. Was für ein Abenteuer, was für ein Spektakel. Und zwar ein Spektakel der Ziegenmelker. Freunde, während ich jetzt so halb an einem Heuballen quasi lehne und die Mücken mich angreifen, das ist echt unglaublich, möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe ja schon im Intro erzählt, warum wir hier sind. Und zwar wegen den Ziegenmelkern. Jetzt werden die ein oder anderen sich vielleicht von euch fragen, Ziegenmelker, was sind das? Ziegenmelker sind Vögel. Ja, sind Vögel. Und ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, wir haben es abends. Ja, wir haben es jetzt ungefähr Viertel vor neun. Ja, das heißt, in einer Dreiviertelstunde geht die Sonne unter. Das sind nachtaktive, dämmerungs- und nachtaktive Vögel. Ja, werden auch Nachtschwalben genannt. Und das Schöne ist, ein Kollege von mir, von Helgoland, ja, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Jochen Dirschke, der hat mir folgendes Bild von einem Ziegenmelker zur Verfügung gestellt, welches er, glaube ich, letzte Woche dort machen könnte. Und dann könnt ihr euch dieses abgefahrene Wesen erstmal angucken. Das ist schon interessant. Ist das nicht ein cooler Vogel? Habt ihr den gesehen? Davor saß er auch gerade auf dem Bild noch ein männlicher Haussperling. Ja, der Ziegenmelker, da ist der Schnabel so groß wie der Kopf. Ja, das liegt daran, dass sich der Ziegenmelker ausschließlich von Insekten im Flug ernährt, ja, das heißt, der fliegt und fängt quasi wie so eine Schwalbe, also gehört ja zu den Nachtschwalben, fängt im Flug Insekten und der ist super gut getarnt. Tagsüber ist es so, dass er entweder auf dem Boden sitzt, ja, das ist ein Bodenbrüter, sitzt auf dem Nest, oder aber, ja, er sitzt so auf Birkenästen, ja, wie das auf dem Bild, gut, das war eben keine Birke, aber auch grob zu sehen war, und damit ist der super gut getarnt. Also, das sind einfach faszinierende Vögel und sehen einfach voll irgendwie auch so ein bisschen weltfremd aus, möchte ich sagen. Ich finde ja phänomenal, möchte ich mal an dieser Stelle sagen, dass egal wo ich bin in schönen Gebieten, um euch das zu zeigen, dass da auch so Karten stehen, wo ich euch das nochmal sagen kann. Also, folgende Situation. Wir haben in diesem Bereich geparkt, sind jetzt eben hier hochgegangen und befinden uns hier an dem blauen Punkt. Jetzt gleich werden wir Folgendes tun. Wir werden hier entlang gehen zu einem Aussichtsturm mit Blick über das Steinhuder Meer. Da werden wir jetzt erstmal richtig schön den Sonnenuntergang genießen. Und dann kommt das Ding mit den Tauben, würde mein Opa sagen, den er ja schon aus dem Video kennt. Dann gehen wir nämlich hier hoch, noch weiter, ungefähr bis hier. Und dann sind wir quasi im Naturschutzgebiet Totes Moor. Und da wird sich das Ganze mit den Ziegenmelkern gleich abspielen. Freunde, wir gehen jetzt zum Beobachtungsturm über so einen wunderschönen Holzpad.
Ja, ich muss einfach sagen, es ist noch sehr warm, aber ich muss einfach einen langen Pullover anziehen, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier an Mücken sind. Ja, wir befinden uns am Steinruder Meer. Hier ist es überall feucht, wenn ihr das seht, ne? Hier seht ihr den Bohlenweg, ne? Das ist ein reines Brutparadies für Mücken, ne? Und wie gesagt, das ist für uns Menschen vielleicht dann manchmal ein bisschen lästig, aber die Vögel. Die Vögel, die sich von den Insekten ernähren, die freuen sich natürlich. Das Coole ist, das ist hier echt so ein bisschen wie im Urwald, ne? Hier ganz viele Farne, ne? Ja, es ist so eine Art Erlenbruchwald, ja? Also feuchter Boden mit einzelnen Birken noch dazwischen. Und Mücken. So kletterte ich also auf den Beobachtungsturm. Auf dem Beobachtungsturm am Ostufer vom Steinruder Meer. Der Blick von da oben ist einfach nur toll. Man guckt quasi der untergehenden Sonne entgegen und es haben wirklich Tausende von Staren flogen über mich empor und haben einfach eine Schlafmöglichkeit für die kommende Nacht gesucht. Aber auch Drosselrohrsänger, Teichrohrsänger und Feldschwiel haben gesungen. Freunde, schön war es da oben. Aber jetzt müssen wir uns sputen. In einer Viertelstunde ist Sonnenuntergang wirklich und dann wird es so sein, dass die Ziegenmelker aktiv werden. Also jetzt steigt die Spannung. Der Moment sollte kommen. Jetzt gleich geht das Abenteuer so richtig los. Wir tauchen ein in das geheime Leben der Ziegenmelker. Freunde, wir sind angekommen. Der Rehbock ruft. Und eben habe ich schon eine Waldschnepfe gehört. In diesem Gebiet geht's gleich los. Einer uralten Sage nach sind die Ziegenmelker damals nachts in Ziegenställe eingebrochen, um dann diese Ziegen zu melken. Das ist natürlich absoluter Quatsch, aber daher hat die Art ihren Namen. Ich kann nur mal erzählen. Das ist halt diese Struktur, die quasi der Ziegenmelker liebt, ne? Das heißt, wir haben hier offene Heide- und Moorlandschaft, die Mücken, es werden immer mehr, und hier haben wir so Kiefernwälder, sage ich mal, da hinten, ne? Und hier auch so ein paar Birken noch dazwischen und hier halt die weite Moorlandschaft. Ich stehe jetzt hier ganz, ganz direkt am Weg und gucke aufs Moor und hier kommt er vor, der Ziegenmelker. Gerade den ersten gesehen, hat gerufen. Quick, quick. Und die kommen gleich bestimmt noch. Die schnurren wie so eine Katze. Sind so geheimnisvoll. Ich stehe hier, es schnurrt. Eben konnte ich ihn einmal ganz kurz fliegen sehen. Vielleicht kommt er noch, aber das ist so, so mystisch. Das geheime Leben der Ziegenmelker. Gib da richtig Gas. Und dann, ganz plötzlich, sollte es soweit sein. Er zeigte sich. Das ist Hammer. Der ist mir gerade im Kopf geflogen. Der sitzt hier direkt und singt sein Nachtlied. Geil. Krass. Krass, krass, krass. Mega. Ich habe jetzt mal die Taschenlampenfunktion meines Handys aktiviert. Dann könnt ihr mich besser sehen. Hammer. Hammer. Ey, der ist mir eben um den Kopf geflogen. Jetzt hört er noch, ne? Und jetzt eben direkt neben mir. Hammermäßig, was für ein Erlebnis. Also besser geht's überhaupt gar nicht. Alter.
Freunde, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Also wir haben es jetzt 10:45, es ist auch zu dunkel für meine Kameras, da ist nichts mehr zu holen, aber wir haben den Ziegenmelker perfekt gehört, wir haben ihn gesehen. Habt ihr gesehen, dieser Schmetterlingsflug, das ist so majestätisch und die sind so geheimnisvoll. Die siehst du nicht, ich hab den eben gesucht da im Baum neben mir, ich hab den nicht gesehen, aber ihr habt ja auch auf dem Bild von meinem Kollegen Jochen von Helgoland gesehen, dass die super gut getarnt sind, tagsüber, ey. Tagsüber die zu finden, das ist, die sitzen einfach. Die gehen erst los, wenn es dann Dämmerung ist. Und das ist einfach großartig. Ihr habt ja auch gemerkt, und ihr seht jetzt in diesem Moment, was hier an Mücken sind. Aber das macht nichts. Ich habe mich dick angezogen, ich habe mir eben auch noch ein bisschen Optan sogar so ins Gesicht gesprüht. Aber das lässt das vergessen. Das lässt das vergessen. Das ist ein unglaublich tolles Erlebnis. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch verabschieden einfach, weil es ist schön. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart auf diesem Abenteuer. Ja, wir haben uns quasi, wir sind eingetaucht in das geheime Leben der Ziegenmelker. Cool, dass ihr dabei wart. Grundsätzlich gilt, ich sag's einfach nochmal, wenn euch der Kanal gefällt, drückt gerne auf Abonnieren und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr auch keines der weiteren Videos verpassen. Ich bin übrigens auch auf Instagram. Ne? Wenn ihr das habt, könnt ihr mal draufklicken. Da lade ich auch manchmal so Fotos hoch oder so. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Beflügelt, euer Tommy von Weigelswiller Welt. Ciao.